Ja, hier ist wieder der Michel. Heute gibt's mal wieder ein Babyprodukt. Und zwar einen dreiteiligen Bilderrahmen von BabyArt mit Gipsabdruck und Foto für eure Babys. Den hier gezeigten Bilderrahmen könntet ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen. Das hier ist jetzt ein dunkelgraues Modell, kostet ca. 32 Euro. Den haben wir nachbestellt. Den nachher gezeigten Video habe ich dann meinem Vater zu Vatertag geschenkt. Es gibt ja verschiedene Designs. Hier haben wir zum Beispiel einen zweiteiligen Bilderrahmen. Der ist ein bisschen günstiger mit 22 Euro. Wer sich den Bilderrahmen nochmal anschauen möchte, den Link dazu findet ihr im Textfeld unter dem Video. So bekommt man den Bilderrahmen dann geliefert. Das ist quasi so eine Box und den muss man jetzt nur noch auspacken. Der eignet sich übrigens super zum Verschenken, weil, so ich ziehe das mal hier raus, hier kann man jetzt noch eintragen von für. Dann schauen wir mal, was in der Box Schönes drin ist. So, sieht auch wieder sehr gut verpackt. So, einmal der Bilderrahmen und das Material zum Verarbeiten. Ja, auch hier wieder sehr schön von der Verpackung her. Sieht so ein bisschen wie ein Geschenk aus. Und da haben wir jetzt dann, da ist noch was. So, einmal das Holz, Klebepads, die Masse zum Verarbeiten und noch so ein kleines Infoheftchen. Ja, ich habe mal was vorbereitet, wo ich mal zeigen kann, dass es eigentlich ganz einfach ist, diese Abdrücke anzufertigen. Das hier war ein Rahmen, den werden wir auch verschenken, aber nicht nochmal kaufen. Das liegt einmal daran, die Masse, das ist jetzt die hier gewesen, die war nicht so toll zum ja, Verarbeiten, beziehungsweise dann nachher muss die hier in diesen Rahmen reingedrückt werden und dann kommt erst der Abdruck drauf. So, und wenn der Abdruck nicht gelingt, dann kann man versuchen, das glatt zu rollen oder man muss wieder alles rauspulen, dann nochmal ja, kneten, reinlegen, rollen und erneut versuchen, dann den Abdruck richtig hinzubekommen. Ja, und deswegen haben wir nachher den Bilderrahmen benutzt. Den habe ich auch nochmal nachbestellt, weil der wirklich klasse ist. Ist zwar was teurer, aber dafür ist der richtig gut. So, das ist jetzt die Masse, die damals dabei war. Da kann man super viele Abdrücke mitmachen. Ihr seht 1, 2, 3 da hinten, also 3 schon mal. Und das war sogar noch übergeblieben. Das ist jetzt, glaube ich, 4 Tage alt. Habe ich ein bisschen angefeuchtet und dann hier in Folie eingewickelt. Und das könnte man sogar jetzt nochmal verwenden. Ja, mitgeliefert war ja so ein kleines Holz hier, wo man nachher mit rollen soll. Das eignet sich mehr, falls man mal hier zum Beispiel bei diesen Zahlen sich verdrückt hat, kann man dann das ein bisschen ausbessern. Ich würde so ein Nudelholz empfehlen. Und da tut man dann am Anfang so ein bisschen hier einmal den machen, dann macht man das ab. Und dann, ich muss das mal so drehen, dann geht man so ein bisschen nach oben. Und so kann man dann schon mal die Fläche schön ausrollen, die man nachher benötigt. Drauf achten, die klebt gerne mal am Untergrund fest. So schaut jetzt aus. Also ich würde dann behaupten, das ist kein Gips, das ist irgend so ein anderes Material, weil da noch so ein bisschen Faser mit drin ist. Das merkt ihr nachher, wenn ihr das schneidet. Und wenn die nachher so ein bisschen festklebt, da könnt ihr euch hier, wir haben dieses Messer benutzt, ja, zum Schneiden, da so ein bisschen drunter gehen. Man kann das dann hier so ein bisschen anheben und immer mit dem Messer so ein bisschen anheben und dann kriegt man das eigentlich sehr gut vom, bleibst du hier, Untergrund dann gelöst. Man hat das vielleicht jetzt hier auf diesem Brett drauflegen. Nur ist es ein bisschen umständlich, das Baby in die Position zu bringen, dass man prima Abdrücke fertigen kann. Deswegen hatten wir uns hier so ein Brettchen geholt, da drauf dann das Ganze ausgerollt oder draufgelegt, hier rollen, hier drauflegen. Und hier kann man dann nachher prima die Abdrücke machen. Bei den Händen ist es am besten, wenn das Baby irgendwo schläft, dann die Hand runter und den Abdruck dann da drauf drücken. Ja, bei dem Set lagen noch so Buchstaben und Zahlen mit dabei. Die kann man dann nachher noch mit einbringen. Fand ich ganz gut. Bei dem Set ist es leider nicht vorhanden. Und wenn man Teig übrig hat, Teig, ja, dann kann man erstmal probieren, wie rum muss ich das halten. So, zeige ich das mal gerade. So, ich mache das einfach mal einen hier rein. So, jetzt ist schon mal falsch. Das heißt, ich müsste den, glaube ich, so drehen. So, jetzt haben wir hier ein W. Und wenn ich den jetzt
andersrum mache, haben wir dann hier das M. Hat man sich mal ja, verdrückt, kann man jetzt zum Beispiel dieses Stäbchen hier holen und dann kann man versuchen, das nochmal so ein bisschen wegzurollen, beziehungsweise ich habe es nachher ja, mit der Hand gemacht. Das ging eigentlich auch ganz gut. So, ihr seht, es ist jetzt so ein bisschen weggegangen, aber wenn man, ich mache das mal hier, ein bisschen feucht macht, dann geht es manchmal auch ganz gut. Und ein bisschen einfacher sogar noch, wie als wenn man das mit dem Stäbchen macht. So, noch ein bisschen hier rüber. So, jo. Also seht, das geht eigentlich auch ganz gut dann vom Finger her. So. Ja, seht ihr, jetzt ist es auch weg. Man sieht so ein bisschen, wenn man ganz genau hinguckt. Aber da drauf kommt ja dann nachher wieder die Zahl oder der Buchstabe, den man vorher falsch reingedrückt hat. Ja, hat man jetzt hier die Patschehändchen oder Patschefüßchen reingedrückt. Dann muss man sich die Größe zurechtschneiden. An dem Set gefällt mir halt gut. Man muss keinen Rahmen ausfüllen mit der Masse, sondern schneidet sich das einfach zurecht. Das muss jetzt nicht super akkurat aussehen. Wir haben es jetzt einmal so gemacht. Und bei dem ist es ein bisschen größer geworden. Deswegen geht es hier bis an den Rand. Seht ihr? Hier, Moritz, 7 Wochen, Patschehändchen. Und die Füßchen sind ein bisschen schwerer, aber man bekommt es hin. Und so, da muss man natürlich das noch schneiden. Jetzt haben wir hier uns ein großes Messer geholt. Da kann man erstmal so runterdrücken. Und dann mit der Spitze so ein bisschen rüberziehen und dann zack, das dann teilen. Und ihr seht, die haben da irgendwie so ein bisschen Faser oder sowas reingemacht. Das sieht man jetzt so hier, zentriert noch ein bisschen, fokussierter. Seht ihr das hier an diesen Härchen, sieht man das dann so ein bisschen. Ja, ist wohl für die Stabilität gedacht und das funktioniert aber ganz gut. Und das, was nachher abgeschnitten wurde, kann man dann nochmal zu so einem Ballen machen, nochmal kurz kleben, eventuell anfeuchten, wenn das Baby gerade keine Lust hat, Abdrücke machen zu lassen. Ein bisschen anfeuchten in die Folie rein und dann kann man das nochmal dann danach verwenden. Wie kann man das am besten verkleben? Ihr seht, das ist so ein bisschen elastisch nachher, wenn es getrocknet ist. Mitgeliefert, ich glaube bei dem Set, waren hier so Klebepads. Da das aber nicht, ihr seht, ganz flach ist, sondern so ein bisschen gewölbt, habe ich Folgendes gemacht, was sehr gut funktioniert. Ich habe mir einfach hier Silikon genommen, dann so eine dicke Schnecke hier in die Mitte reingemacht und das dann hier drauf gedrückt. Hält sehr gut, das drückt sich auch nicht durch, das seht ihr hier. Und dann so ausgerichtet, dass man nachher, ich zeige es mal gerade hier oben, den Rahmen prima hier so, oder die Umrandung, sagen wir mal so, prima hier so drauflegen kann. Und dann noch schauen, dass die Seiten auch ein bisschen gleich sind hier vom Abstand. Gut, jetzt einmal hier und dann da unten. Die Höhe muss ich ein bisschen anpassen. Das sieht man aber nachher, wenn der Abdruck nachher im Rahmen ist. So, ich zeige euch gerade noch die Größe von dem Foto. Ich war gerade mit meiner Frau im Kinderzimmer, weil Baby hat endlich mal nach 3 Tagen gekackert. Das kann nämlich schon mal mehrere Tage dauern. Dass es nicht kann, und ist das dann schlecht gelaunt. Und wenn alles raus ist, habt ihr das friedlichste Baby auf der Welt. Vielleicht kennt es der eine oder andere. So, Fotogröße 14 mal 14 cm. Also hier, wo ist es? 14 cm. Ich bin in DM-Markt gegangen. Dort gibt es diese quadratische Größe zum Auswählen am Bild- oder Fotodrucker in 15 mal 15. Und dann tut ihr euch einfach am PC ein Foto erstellen in der Größe, tut es ausdrucken und dann könnt ihr das nachher zurechtschneiden und dann hier prima reinlegen. Ja, man kann das Ganze schön platzsparend zusammenklappen. Hier mal zu der Verarbeitung, die ist wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich gar nichts zu bemängeln. Hier nochmal die Scharniere. Und man hat nachher... Das hätten sie vielleicht ein bisschen anders machen sollen, einmal für Buben, einmal für Mädels. Leider nur einmal blaue Rückseite und einmal rosa. Schön wäre es gewesen, zweimal blau, dann hätte man das umdrehen können. So haben wir dann halt nur dieses
Ja, diesen Hintergrund genommen, der ist dann gleichfarbig auf beiden Seiten. Ja, und dann sind wir auch schon fertig. Und so schaut das dann aus. Also ich finde es richtig klasse. Wie gesagt, da kann man sich aussuchen, ob man es rund machen will, eckig, quadratisch oder von der Form her dann ein bisschen variierend. Hier kommt dann das Foto vom Baby rein. Und hier dann nochmal die Abdrücke von den Händen. Ja, das kann man dann so ein bisschen versetzt hinstellen. Oder man macht es halt so relativ gerade. Ja, super Bilderrahmen. Wollte ich euch mal vorgestellt haben. Ideal halt für die Abdrücke von den Babys zu machen. Und ich hoffe, das Video hat gefallen. Weitere Babyartikel stelle ich euch dann noch vor. Das war wieder Klassiker von YouTube. Bis zum nächsten Mal.